Was sind eigentlich die Nachteile am Leben in China? Also ich bin da irgendwie genau der falsche Ansprechpartner für, aber ich will das heute mal herausfinden. Deswegen bin ich hier in dieses schöne Stadtdorf Shenzhen gekommen, das nennt sich Shuiwei. Und ich dachte mir, versuchen wir noch mal mit ein paar Chinesen ins Gespräch zu kommen, ja, also die ein Gespräch zu verwickeln, um zu sehen, was die denken. Was ist nicht so geil am Leben in China? Ich muss im Nachhinein auf jeden Fall sagen, das war eine sehr sportliche Aufgabe, die ich mir da gestellt habe. Ich habe auch noch nie irgendwelche Fremden gefragt, ey, was magst du denn nicht an China? Und deswegen haben selbst mich die Antworten dieser Chinesen noch überrascht. Manche im positiven und manche im negativen Sinne. Wichtig ist dann noch, du kannst dann nicht mal eben mit einem random Chinesen über Nachteile Chinas reden und den fragen, ey, was findest du kacke an China? Deswegen dachte ich so, als Eisbrecher will ich die Leute fragen, kennst du Score? Und damit habt ihr dann auch die Frage beantwortet, ob ich in China bekannt bin. Denn ich werde eh nur die Leute reinschneiden, die mich nicht kennen. Das finde ich viel lustiger so. Dort sitzt ein älterer Herr und verkauft Reisschnaps, so wie das aussieht. Herr Lauber, ni hao. Sind wir mal, Herr Lauber? Ja, lai wan ba. Ey, wo xiang wen ni qiang, ni renshi yige jiao Ao Xi de ren ma? Hier haben wir unseren Reisalkohol. Was wir hier haben, ist sogenannter Tianjiu oder Mijiu. Das ist süßer Reisschnaps. Das ist auf jeden Fall eine dicke Ladung. Er hat mich gewarnt. Also wenn ich das aufesse, dann werde ich sehr beschwipst sein. Hoffentlich schafft man das. Prost. Hätte nicht erwartet, dass der Senior, der jetzt Alkohol verkauft, so weise ist und vor allem so diplomatisch. Aber sehr sympathisch auf jeden Fall. So, ich war gerade so verklebt an meinen Händen von diesem Alkohol, dass ich eben die Hände erwaschen musste. Ich will übrigens zwischendurch auch mal so ein bisschen die Ausländerperspektive auf China mit euch teilen. Also was ist für Ausländer relativ negativ an diesem Land? Sagen wir ehrlich, eines der größten Probleme für die Leute, die herkommen, ist, dass das Internet eher ein Intranet ist. Also du hast das chinesische Internet und das ist auch super schnell mit den meisten Leitungen. Aber Zugriff auf den Rest der Welt ist nicht so einfach, klar. Gibt es da Wege, das zu machen? Aber ja, am Anfang kann das ein ganz schönes Problem sein und nerven. So, und bevor ich jetzt noch jemanden in ein Gespräch verwickel, bin gerade durstig geworden von dem Reis, deswegen hol ich mir was zu trinken. Ja, ciao, bye bye. So, ich habe das Wasser und habe gerade diesen Platz entdeckt und dachte, hier können wir uns kurz damit hinschillen. Und wer von euch meine Vlog schon länger schaut, der weiß ganz genau, was jetzt passiert. Denn ich arbeite ja super gerne mit Holi zusammen und ihr feiert das auch. Deswegen habe ich nämlich heute eine Überraschung für euch. Schaut mal, ich habe meinen eigenen Shaker jetzt, Alter. Da steht mein Name drauf. Den finde ich richtig geil. Ich benutze mittlerweile nur noch den, denn ich habe den selbst designt. Also kein Wunder, aber bin ich ein bisschen selbstverliebt. Ne? Und das ist auch das allererste Mal, dass mein Score-Logo irgendwo als Print drauf ist. Also das ist komplett was Neues. Falls ihr Holi noch nicht kennt, das ist so für mich die beste Alternative zu zuckrigen Energy-Drinks, Eistees und Sportgetränken. Und das Ganze eben ohne Zucker und ohne Aspartam, aber halt trotzdem mit super Geschmack. Und ich trinke heute Kaktuskamel. Und ihr seht, das Ganze ist in Pulverform, das heißt, ihr habt weniger Verpackungsmüll und es ist ziemlich günstig. Außerdem ist Holi ohne Tierprodukte und made in Germany. Also, Ganbei. Oh, so lecker, Alter. Komm, nimm noch mal einen Schluck. Hey, bye bye. Kleiner Nachtrag, es ist gerade eine Stunde, nachdem ich den Vlog fertig geschossen habe und ich war auf jeden Fall ein bisschen zu früh unterwegs. In dieser Gegend scheint das Leben so nach 5 Uhr anzufangen. Schau mal, wie belebt das mittlerweile hier ist. Naja, war auf jeden Fall dann doch eine Herausforderung und ich merke mir das. Beim nächsten Mal schießen wir es vielleicht lieber an einem Wochenende oder halt ein bisschen später am Tag. Nee. Ich versuche gerade ein paar Leute anzusprechen und die direkt zu einem Interview zu überreden, aber klappt bisher noch nicht so gut. So, wir haben hier einen süßen Käse-Blaubeer-Kuchen-Toast. Hat die Dame mir empfohlen. War schwer, sie in ein langes Gespräch zu verwickeln. Wie erwartet. Schau mal diese Verpackung. Plastik, Alter. Also nicht so geil, ne? Aber es wird alles in Plastik verpackt hier. Probieren wir mal. Hm? Kann man sich geben, aber wäre jetzt nicht mein Go-To-Ding in der Bäckerei.
glaube, lass mal da hochgehen. Hier oben ist so eine Bar Street. Vielleicht gibt es da ein paar mehr Leute, die ein bisschen gaunerfreudig sind, auch wenn es natürlich noch nicht abends ist. Abends wäre übrigens auch ein Nachtmarkt gewesen. Mir war nicht klar, dass der nur nachts ist. Noch ein weiterer Nachtrag. Als ich diesen Vlog angefangen habe, habe ich das an einer ganz besonderen Straße gemacht. Und zwar ist das eine Straße mit Nachtmarkt. Falls ihr so gerne hättet, dass ich für einen anderen Vlog vielleicht nochmal hierher komme und euch diesen Nachtmarkt zeige, dann sagt mir das auf jeden Fall im Kommentarbereich. Tut mir echt leid für meine Dummheit. Naja. Okay, also abends ist hier auf jeden Fall richtig viel los, aber tagsüber, man sieht, ist hier echt Flaute. Ja, hier sieht es schon ein bisschen besser aus. Genauso wie mein Shaker hier. Der ist nämlich Limited Edition. Den findet ihr, wenn ihr unten auf meinen Link geht. Ich kann euch empfehlen, einfach so einen Shaker mit einem Probierpaket zu nehmen, damit ihr einfach mal alle Geschmäcker durchprobieren könnt. Und wenn ihr meinen Code SCORE 5 benutzt, dann gibt es 5 Euro Rabatt. Und mit dem Code SCORE 10% Rabatt. Also Limited Edition, wenn weg, dann weg. Also schlapp zu, Leute. Das wird eine Minitür da drin. Das sieht schick aus. Heutige Männer. Und da kommen wir schon zu einem von den Nachteilen in China. Du kommst nicht so schnell ins Gespräch mit irgendeinem Fremden auf der Straße. Gut, in Deutschland auch nicht, aber ich glaube, in Amerika ist das so. Irgendwie finde ich das cool, wenn man so mit jedem mal so ein bisschen Smalltalk halten kann, ein bisschen quatschen. Passiert hier auch, aber halt eher, weil man Ausländer ist und die deswegen Interesse haben. Okay, pass auf, dort ist ein Klamottenladen. Auf Englisch steht dort Men's Clothing Stores. Aber auf Chinesisch steht dort Männerstadt. Männerstadt, muss ich mir mal angucken. Der Laden ist leer. Vielleicht will hier jemand einkaufen, wenn ich hier stehe. Falls ihr hier einkaufen wollt, hier gibt es zum Beispiel mein Shirt. Nee, Spaß, aber in der Beschreibung gibt es das. Moin Guani? Moin Guani? Guck mal, kann ich ja? Ja? Nee, ich habe nicht einen Kerl aus China. Was? Einen Kerl aus China, weißt du? Ich weiß nicht. Nicht hier, oder? Ja, danke. Wir kennen alle diesen Score nicht. Ich verzweifle hier noch. Ich habe mir ein zu schweres Thema ausgewählt. Es war schon schwer genug, die Leute zu fragen, was sie von Deutschland halten. Da genug Leute zu finden, die mal ein bisschen ihre Meinung von sich geben. Wie habe ich denn das gemacht? Komm, wir laufen noch ein bisschen durch die Straßen. An diesem Punkt fing ich so langsam an, wegen des Vlog-Themas ein wenig zu verzweifeln. Die meisten Interaktionen blieben halt sehr oberflächlich. Und als wenn das nicht genug wäre, wurden dieser Mann und ich fast von diesem Rollerfahrer angefahren. Immerhin kam ich dadurch mit diesem Herr ins Gespräch, auf Italienisch, wie man sieht, denn der Mann war taubstumm. Wir haben uns aber, ganz ehrlich, super verstanden. Wenn ich ihn jedenfalls richtig verstanden habe, dann kann man laut seiner Aussage reich werden, wenn man nachts, wenn alle schlafen, in die Hochhäuser geht und Pappe aus Wohnungen klaut. Auf jeden Fall sehr cooler Typ. Im Anschluss habe ich noch ein vorerst letztes Mal versucht, jemanden anzusprechen. Daraus wurde nichts und ich war mies frustriert. Ganz ehrlich, an diesem Punkt hätte ich überhaupt nicht erwartet, dass ich später noch richtig geile Gespräche führen würde, die teilweise auch etwas schockierend waren. Aber zunächst erstmal zu meiner Perspektive. Ein anderer Nachteil an China ist, hier sind überall Mauern. Schaut euch das Gebäude an. Wäre das in Deutschland, wäre das bestimmt komplett frei. Selbst die Baustellen sind komplett so eingemauert und du siehst überhaupt nicht, was dort hinter ist. Das hinter mir ist eine Schule. Selbst die Schule ist komplett eingemauert. In China natürlich wegen Sicherheit. Die wollen nicht, dass irgendwelche Pedos da reinkommen, irgendwelche Scheiße machen. Schau mal hier links, auch wieder eine Mauer. Wenn das Ganze offener wäre, dann könnte man hier jetzt einfach durchgehen. Aber so müsstest du quasi hier rüber springen. Das ist manchmal einfach ein bisschen blöd im Alltag. Aber das gehört so Kultur Chinas, Mauern wurden schon immer gebaut. Wenn du aufs Dorf gehst, die Menschen, die Häuser bauen, die bauen alle eine dicke Mauer drum. Und natürlich aus chinesischer Perspektive ist das auch ein Aspekt von Sicherheit. Wenn du in so einem Wohngebiet bist, das ummauert ist und nur einen zentralen Zugang hat, der noch videoüberwacht ist, klar hast du da nicht viele Einbrecher. Was so manche Ausländer hier auf jeden Fall stören könnte, das sind die ganzen Kameras. Wenn du mal guckst hier oben, da haben wir ein kleines Auge drin stecken und in alle Himmelsrichtungen, da oben, dort hinten. Und ganz ehrlich, wenn du jemand bist, der damit nicht klarkommt, dann ist China für dich auf jeden Fall nicht das richtige Land. Wenn du aber wiederum jemand bist, dem die Sicherheit lieber ist, der möchte, dass ihm auf der Straße nichts passiert, vielleicht auch gerade Frauen, die nachts rumlaufen wollen, ohne Angst zu haben, dass ihnen was passiert, dann hat das auf jeden Fall seine Vorteile hier. Da haben wir doch was Gutes entdeckt. Also wenn hier nicht jemand zum Quatschen bereit ist, dann weiß ich auch nicht, oder? Und tatsächlich, bei diesem Händler konnte ich direkt Pluspunkte sammeln, weil ich die chinesischen Sternzeichen kenne. Und weil mein Chili-Tattoo mit seiner Heimat zu tun hat. Es folgte ein sehr langer Smalltalk. Und dann hat tatsächlich er mich mit einer Frage überrascht. 你觉得呢？我们不知道。
我知道，我们没出过国，没出过国呀。不知道。你是现在的中国有什么好，有什么坏呢？我们不清楚，我只知道人家是德国好，美国好。我怎么觉得美国很坏呢？谢谢啊，拜拜。 Ich habe es tatsächlich geschafft, ihn so ein bisschen zum Reden zu bringen. Das war so ein bisschen wie das beim ersten, dass er so gesagt hat, ey, ich habe China nie verlassen. Ich weiß nicht, was an China jetzt schlecht sein soll im Vergleich zum Ausland, sagt er. Ne? Und um ehrlich zu sein, ich habe erwartet, dass es heute sehr schwer wird. Denn ich glaube, der durchschnittliche Chinese, der lässt sich nicht mal eben mit irgendeinem Fremden auf ein Gespräch ein, der ihn fragt, du, was ist in China nicht so geil? Seht ihr den Nussverkäufer hier hinten? Der ist hier wohl nicht erwünscht. Die verscheuchen ihn gerade. Sind die Leute von der Stadt bzw. Ordnungsamt? Ich meine, ist ja nett, dass sie das so machen, anstatt ihn direkt zu bestrafen. Geben sie ihm eine Chance abzuhauen. Aber Alter, ist das nervig, dieses Megafon. Also falls ihr euch fragt, was aus dem Nussverkäufer geworden ist, der hat einmal eine dicke Runde gedreht und jetzt steht er ein paar Meter weiter. Und die anderen Wächter, die da stehen, die scheinen das nicht zu interessieren. Das ist China, Leute. Ich würde fast sagen, das ist einer der Vorteile Chinas. Oder? Und damit war er der erste Chinese heute, der Bock auf ein richtiges Interview hatte. Leider waren seine Antworten auch wieder sehr diplomatisch. Ich habe sogar nachgehakt und gefragt, ob er sich nicht traue, offen zu sprechen, aber er meinte nur... Außerdem würde er selbst niemals China verlassen wollen, weil es hier schon genug zu entdecken gäbe. Ganz ehrlich, ich fand ihn zwar super sympathisch, aber ich war so langsam echt am Verzweifeln. Bis ich an einer Gruppe Taxifahrern vorbeilief und einfach so von der Seite angequatscht wurde. So nach dem Motto, was macht denn dieser Ausländer hier? <笑>哎，我找一个叫奥西的人，你认识吗？奥西找他干嘛？也许他跑到国外了，我也不知道。中国有什么不好的吗？为什么要走？这个男的是女的？男的。长得帅不帅？不帅。那不帅，肯定走了。不帅，肯定走了。那就像你这种帅的，不帅的走了。去审美不一样的地方。去非洲了。啊，去非洲的他应该找得到女朋友是吗？ 祝你们早客户，拜拜，快发大财，哎，拜拜。 So, also ich nehme das nächste Flugzeug nach Afrika. Da suche ich meinen Kumpel Score, denn der scheint nach Afrika ausgewandert zu sein, weil er zu hässlich ist, um hier eine Freundin zu finden. Leute, war das Rassismus? Oder ist es einfach nur ungefiltert ehrlich? So, ey, wenn dein Freund hässlich ist, findet er in China niemanden. Für mich als jemand, der schon circa 9 Jahre in China ist, einer der negativsten Punkte ist, du bleibst für immer ein Ausländer in den Augen der Leute. <笑>我为什么聪明哎？你会说中国话，说的很标准啊。那你一会说呀？我本就是中国人呐，对吧？啊，对，我不是中国人吗？你好像那个鼻子太大，啊，鼻子太大呀。到深圳去，深圳人就是深圳说中国，对不对？对，来深圳就是深圳人啊。对对对。你看我这里是深圳，看得出来吗？我这里也是深圳。对呀。你来深圳多久了？差不多10年了。哇，有什么不适应的地方吗？还可以啊，基本上是属于以前城市嘛，对吧？ 我也来7年多，不想离开深圳。不想离开深圳，对，别国人还是挺帅啊，帅的啊。那我们中国找过中国美人啊？对，他有，大发孤勇。我已经有一个瑞士美女。哦。你说够不够美？够够。Das ist gut aus. 谢谢你们啊，拜拜。 Leute kommen vielleicht von einer sehr unterentwickelten Region in China und kommen nach Shenzhen, machen einen Job, der vielleicht nicht so gut angesehen ist, der auch nicht so gut bezahlt ist. Aber du siehst, wie zufrieden die rüberkommen. Alter Schwede, das würdest du in Deutschland nicht finden. Und ja, hier haben wir aber wiederum einen Nachteil in China. Die Gehälter, die sind natürlich viel niedriger als in Deutschland. Auch wenn du hier mehr mit dem Geld anfangen kannst, die sind niedriger. Wenn du so einen Job hast wie die, wirst du dir keine Wohnung davon kaufen können. Das ist leider so. Das ist ein Nachteil, ganz klar. Und um diese Aussage zu beweisen, habe ich mich direkt mal nach den Hauspreisen erkundigt. In Zürich fangt ja durch euch. Ha? Also, Mien ist 54 Pfingfang, das ist Maisan Sunyisan. Sieh, es ist 100 Pfingfang. 3 Pfingfang.
Der Makler wusste nicht, ob man als Ausländer hier einen Hauskredit bekommt. Aber er konnte bestätigen, dass man als Ausländer nur ein Haus kaufen darf. Ich habe außerdem mal gehört, man dürfe als Ausländer sein Haus auch nicht vermieten. Und der Makler war sich da auch nicht so sicher, aber dafür hatte er immerhin eine gute Lösung parat. Ja, ich wollte euch da gerade einen weiteren Nachteil hier in China zeigen. Gerade bei sowas wie Finanzprodukten wird zwischen Chinesen und Ausländern unterscheidet. Und die meisten Leute, die sind nicht darüber informiert, wie die Richtlinien für Ausländer so sind. Ich weiß, dass es als Ausländer möglich ist, einen Kredit aufzunehmen für ein Haus, aber deine Auswahl wird stark eingeschränkt sein. Du kriegst potenziell einen sehr viel schlechteren Kredit wahrscheinlich, als Chinesen ihn bekommen würden. Das ist auch so ein Real Estate-Laden. Also die sind hier echt an jeder Ecke. Das Geschäft mit Immobilien, das boomt schon seit Jahrzehnten. Und sagen wir mal ehrlich, für die meisten Chinesen ist das auch einer der größten Nachteile Chinas. Denn einerseits haben sie einen riesen Druck, kulturell ein Haus zu kaufen, gerade Männer, denn sonst kriegen sie keine Frau. Und zweitens ist halt arschteuer. Wie willst du dir das leisten, wenn du es nicht gerade auf dem Dorf kaufen willst, wo du wiederum keine Arbeit findest? Wir sind jetzt die ganze Zeit so wild durch die Gegend gelaufen, dass ich jetzt mal die U-Bahn nehmen will, um wieder irgendwo hinzukommen. Und in der Zwischenzeit will ich euch mal kurz empfehlen, drückt mal kurz bei mir aufs Abo und drückt mal aufs Like, das wird mir auf jeden Fall helfen. Und irgendwie bleiben mir so ein bisschen die Vlog-Ideen aus, deswegen wollte ich euch gerne mal bitten, im Kommentarbereich mir zu schreiben, was ihr geil fändet für Vlogs, für Themen, vielleicht auch stilistisch, meinem ganzen Approach, was könnte man da ändern. Ich hoffe einfach auf Feedback von euch, ne? So dass wir das Ganze noch ein bisschen besser machen können, damit das für euch auch Wert hat und ihr euch das gerne anschaut, ne? In diesem Sinne, denkt dran, auf den Link unten zu gehen. Ansonsten schaut mal hier mein letztes Musikvideo an und hier einen anderen Vlog von mir. Bis zum nächsten Mal. Ciao.